Schon. Ich habe den nächsten Versuch gestartet, dieses Mal mit dem direkten Hardware-Encoder und nicht über dem Umweg FFmpeg. Und AMD-Hardware. Mal gucken, wie das läuft. Und wir haben jetzt wirklich absolut nichts mehr, was lecken sollte. Hoffe ich zumindest. Wir generieren jetzt einfach mal. Gucken, ob es funktioniert. Sieht wahrscheinlich beschissen aus. Ob es funktioniert, Aber es klingt sieht so, wahrscheinlich beschissen. als ob es flüssig wäre. Oh mein Gott, es funktioniert. Ja, okay, das kann man jetzt ertragen, finde ich. Das kann man Ja, okay, das ertragen. kann man jetzt. Okay, also, wenn ihr wollt, wir können jetzt loslegen, Bilder generieren, funktioniert doch, AMD sei Dank, wenn ich das mal sage, in einem Video. Und damit müsste es eigentlich klarkommen. Ich hätte vielleicht noch ein paar B-Frames mehr dazu beweisen sollen, aber ja, haben wir jetzt halt null B-Frames. Wir werden es überleben. Kann ich vielleicht auch die Hintergrundentfernung anmachen, dass das jetzt nicht ganz so dahingeklatscht aussieht, weil ich will euch jetzt ja auch nicht foltern. Bitte sehr. Dann habt ihr die Hintergrundentfernung wenigstens wieder. Die wird dann natürlich übel rumlecken, wenn gar nichts geht. Das wissen wir ja schon. Also, dann würde ich sagen, euer Input. Wir generieren unseren Traum. Was weiß ich was. Eigentlich hätte ich ja blond schreiben müssen, wenn ich mal so nachdenke. Weil das hier gibt ja irgendwie. Jetzt, okay, ich merke gerade auch, dass ich echt eine dumme Position ausgewählt habe, wo meine Kamera ist. So, wir machen einfach mich jetzt mal. Mini Janis. Hi, Mini Janis. So, genau, und jetzt bin ich nicht mehr so aufdringlich im Bild. Ja, okay, man kann sagen, noch so unter den Generierungsbutton. Okay, eigentlich sind die ja nicht so wichtig. Dann machen wir einfach so. Perfekt. Und ja, jetzt kann ich einfach mal blond sagen, weil das ist ja Gott sei Dank in Englisch dasselbe Wort. Ich habe jetzt auch keinen Translation an, wie man sieht. Ja, und wir können jetzt einfach loslegen und Spaß haben mit KI-Generierung. Wir haben Spaß mit KI-Generierung, habe ich gesagt. Jetzt lädt das wahrscheinlich alles wieder in Form. Ja, okay, jetzt haben wir Spaß. Okay, es ist echt deutlich langsamer, wenn das Zeug im Medium-Profil läuft. Also ich merke den Unterschied. Medium-Profil läuft. Ja, ich höre manchmal auch kurz rein, ob ich noch einigermaßen zu hören bin. Ich sehe ja jetzt schon, dass glaube ich, die Hintergrundentfernung am Rumlängen ist wie Sau. Aber ja. Besser geht's halt heute nicht. Die läuft halt auch über die genauen gleichen Kerne. Und ich habe gerade keine schnelle Alternative. Und wie man sieht, ich sehe besser aus. Das ist das Besondere an der KI. Sie generiert Leute, die meist eher schlechter aussehen als du. Ich kann euch hier mal kurz ein Beispiel zeigen. Oh Gott, keine Sorge, Anni, deins zeige ich nicht. Denkt wahrscheinlich auch so, ja, dass ich ess dich, wenn du das machst. Das ist übrigens jetzt nicht mein privater Browser. Den benutze ich für Müll. Jetzt muss ich kurz gucken, Outputs, wo habe ich das Zeug reingeworfen? Hier was da rausgekommen ist, Leute. Also entweder war ich mal 5 oder 40. Und ich muss zugeben, wer das Original kennt auf meiner Webseite, es ist ziemlich verwirrend, was da teils rausgekommen ist, aber basiert ja nicht wirklich auf euch, also was da generiert wird. Es ist ja. Halt ein Mix. Ich habe halt ausgewählt, ja, macht da mal einen Mix. Ich zeige euch mal das Original, wenn ich es finde. Ah, hier haben wir es. Das ist eigentlich das Original. Daraus wurde es generiert. Dann gehen wir mal wieder zurück zu Stable und oh, komm, probieren wir mal ein paar andere Sachen aus. Man kann das auch übrigens mit Komma anschreiben, die Negativ-Prompts. Dann versteht es vielleicht etwas besser. Keine Ahnung. Schreibt einfach mal euren Input rein. Jetzt funktioniert es hier angeblich. Mit AMD-Codec Encoder, den ich eigentlich niemals nutzen wollte. Da nutze ich eigentlich tatsächlich lieber den Fast von der CPU, aber selbst der ist ja wahrscheinlich ausgebremst. Deshalb
Wir akzeptieren es jetzt einfach mal und ich meine, so viel bewegt sich jetzt auch nicht im Bild, da muss selbst der das mal hinkriegen. Ja, komm, machen wir mal einen Young Hotman. Wieso tue ich das jetzt so? Junger, schöner, vielleicht besser als heiß. Mann, braune Haare mit Locken. In einer Bäckerei. Komm, ich habe für Timo auch schon. Ich glaube, wenn ich das zeige, dann. Ja. Ich zeige das später mal. Also, wir generieren mal kurz hier mit 20 Steps, weil sonst dauert es einfach zu lange. On-Stream ist einfach ein bisschen blöd. Wir machen das irgendwann nochmal. Wenn ich mehr Leistung zur Verfügung habe und der Ton dann wenigstens funktioniert. Ihr wisst schon, es ist echt Aufwand. Gerade im Stream funktioniert es nicht so geil, wie ich es mir jetzt vorgestellt habe, aber ich sehe, es wird jetzt immerhin, also merkwürdigerweise wird es gerade schneller euch rüber gesendet als normal. Also Latency funktioniert bei AMD echt übertrieben gut. Das kann ich schon mal sagen, also das sehe ich hier. Aber ich weiß gar nicht, ob ihr überhaupt irgendwas davon hört, was ich hier gerade brabbel. Ich hoffe es einfach mal. Okay, Übung ist offensichtlich Ansichtssache. So, komm, machen wir mal blond und keine Ahnung. 18. Soll ich vielleicht noch. Moment mal, das hätte ich jetzt eigentlich nicht machen müssen. Ja, okay, man sieht, ich bin komplett verpeilt. Mal gucken, was dieses Mal rauskommt. Und so könnt ihr halt Bilder generieren. Sagt der KI eine Anweisung, sagt, was sie um Gottes Willen nicht generieren soll. Ich könnte natürlich jetzt auch mal zum Spaß Nude dazu eingeben. Habe ich bei Timo seiner Sache gemacht, aber keine Sorge, die verpasst ihm eine Unterhose, auch wenn du sagst, dass das es nicht soll. Nicht, dass ich sowas ausprobieren würde. Das war natürlich reiner Zufall. Und ja, das Generieren dauert normalerweise so 60 Sekunden. Ich muss zugeben, dass es mit weniger VRAM echt lange dauert. Also noch länger, selbst bei der 20. Stunde. Bei 20 Steps. 60 Sekunden sind es normalerweise bei der höchsten Qualitätsstufe von 150 Steps. Und das ist deutlich anders als jetzt das, was wir haben. Ich zeige euch kurz das Bild. Naja. Interessant, was da zum Teil rauskommt. Wir können auch mal ein bisschen mehr Auflösung draufhauen, dass mein Rechner komplett auseinander nimmt. Das habe ich hier genommen. Ja. Das halt ein bisschen Hochformat ist. Hat er auch. Also man kann auch hier nochmal den gleichen Seed nehmen. Und dann kann ich hier nochmal ein Hochformat generieren, während ich hier in meinem Bilderordner das von der Bäckerei suche. Da habe ich schon gefunden. Zeige ich euch das mal, dann habt ihr was Dummes mal wieder von mir. Oder bescheuertes. Obwohl ich in diesen Streams ja schon öfters Blödsinn gezeigt habe. Was für ein Input könnt ihr euch denken, aber es hat mir gezeigt, dass diese KI, wie soll ich sagen, auf jeden Fall besser sich mit Stereotypen auskennt, als ihr es euch vorstellen könnt. Also diese KI basiert auf Schubladendenken, da, das kann ich euch sicher sagen. Und es ist sehr interessant, einfach wie dem seine Schürze hier rumfliegt und der Blick von da hinten, ich weiß gar nicht, woher kommt das Originalbild. Wahrscheinlich ist es aus irgendwie 10.000 Bildern zusammengemacht und so sieht das halt aus. Und wenn du dir jetzt einfach mal die Hand anguckst, komplett verbuggt und da hat er einfach einen Arm, den reißt er darüber und er geht ins Nichts und hier eigentlich auch. Also wenn man sich's genau anguckt, dann ist der Hintergrund total creepy. Und jetzt einfach mal die Bauchmuskeln angucken und das war, glaube ich, höchste Qualitätsstufe, also bei denen hier. Bei denen hier war es, glaube ich, so 20, da war es wirklich höchste, also 160 war es hier. Ich sollte vielleicht nicht so viel wacken, sonst wird das im Video später auch richtig scheiße aussehen und unnötig Bitrate brauchen.
Ja, auf jeden Fall bei denen hier waren es 160 und da waren es vielleicht so 20 Steps. Das ist so der Unterschied. Also sieht man arg und ich glaube, beide Bilder waren relativ, ich glaube, 720p generiert. Also der generiert hier drüben ja immer noch. Du musst mal noch Streaming-Beschreibung ändern. Da steht noch Valorant. Was zur Hölle? Ich habe das doch gerade geändert. Wir sind Künstler stabil. Was zur Hölle? Jetzt hat das. Okay, ja, war wohl ver. Ach, ja, okay, du hast recht. Ja, beim Spiel steht Valorant. Ja, keine Ahnung, was ist das dann? Just Chatting will ich ungern machen, weil Trolle sind hier echt viele unterwegs. Ja, stimmt eigentlich mit Just Chatting. Also ich würde sagen, das dauert extremst lange. Oh Gott, ich brauche mehr Leistung, Leute. Ich brauche mehr Leistung. I need power. Und ich sehe gerade sogar, das Cam-Programm hängt. Also ich frage mich, ob man mich überhaupt noch hören kann. Also es liegt gerade nicht mal Hängt, unbedingt also ich an. frage mich, ob man mich. Okay, also man kann mich hören, aber es hängt wie Sau. Ja, das ist halt so ein Problem, was man haben kann. Ein richtig scheiß Problem. Richtiges Rotzproblem. Ich rede jetzt auch wieder dabei, keine Sorge. Mach ich nur einmal. Ja, es dauert unnatürlich lange. Also, es würde normalerweise viel, viel schneller gehen. Und wie ich gerade gesagt habe, die KI ist Schubladendenken pur. Also, die arbeitet ja auch so. Und Hinterfragen gibt es nicht, wie bei Menschen. Also, deshalb werdet ihr immer krasse Stereotypen abkriegen, womit seid trainiert worden ist. Und wenn ihr Stereotypen aus gewissen Bereichen eingebt, könnt ihr ziemlich krasse Ergebnisse erzielen. Habe ich Timo, glaube ich, schon gezeigt. Und beim Bäckerbild könnt ihr euch denken, was ich genommen habe. Aber das Problem ist halt ganz ehrlich, wir sehen halt gerade das Problem, man sollte nicht gleichzeitig streamen, niedrige Settings benutzen zum Generieren, weil das dauert halt ewig. Und ich kann eigentlich dann nur eine Sache machen, skippen und ja, doch weniger Auflösung. Aber man sieht ungefähr, was rauskommen würde. Das Problem ist halt einfach, das läuft halt wirklich gerade alles auf meinem Laptop, der Stream, das hier und egal, was ich da, glaube ich, für Settings benutze. Also es gibt noch meine Performance-Settings, die hätte ich um Gottes Willen benutzen sollen. Wäre die Qualität auch jetzt nicht schlechter, aber es würde noch länger dauern, soweit ich das verstanden habe. Oder so schneller. Keine Ahnung, Performance-Settings sollte ja eigentlich zu beschleunigen. Ja, jedenfalls sieht die gerade die ungeschätzte Zeit, die liegt bei Katastrophe. Die GPU ist voll ausgelastet. Ich würde sagen, ich skippe das mal. Das dauert sonst lange, aber wir kriegen dann ungefähr schon mal ein Ergebnis. Das Coole ist, wie mein Chat nicht ge gelesen wird. Auch cool. Heute klappt einfach alles, Leute. Heute klappt alles. Eigenes TTS. So, jetzt sollte wieder der Chat gelesen werden. Ich teste auch einfach mal kurz selbst. Hi, Janus, du geile Sau. Helden des Bildschirms schreibt: Hi Janis, du geile Sau. Okay, funktioniert auch übrigens ein neuer Dienst bei mir. Ihr könnt eure Blog-Einträge vorlesen lassen per KI. Also die KI, die ihr jetzt gerade gehört habt, im Chat, die ist auch für euch dann verfügbar. Müsst ihr halt einmal bestätigen, dass ihr kein Roboter seid und könnt dann euren Beitrag reinsetzen. Darf nur nicht länger als 2 Minuten generieren. Dann Hi hört sich Janis, du das so geile an. Sau. Ja, und ich glaube, es hat sich aufgehangen. Es klappt einfach alles. Also ich muss vor einem anderen Rechner streamen. Das Problem ist, das hier ist der leistungsstärkste Computer. Der andere hat nur eine 69 drin, der hier eine 3070M. Ich weiß nicht, ob der Unterschied beim Generieren so schnell ist, so krass ist, aber ich sag's mir so, der ist jetzt gerade komplett ausgebremst. Er generiert hier in der Bash immer noch. Nicht in der Bash, in der. Okay, er zeigt das mir gerade in der Konsole, also in der CMD-Konsole nicht an, nicht Bash. Aber es wäre wär toll, wenn es ein Bash wäre. Jedenfalls,
Das ist jetzt ein abgebrochenes Ergebnis, aber ihr hättet irgendwie so eine Vermutung, wie er ausgesehen hätte. Und das wäre jetzt eigentlich gar kein schlechtes gewesen. Wir haben jetzt gerade auch den Seed hier. Den seht ihr. Und die Steps, dann können wir das auch ein bisschen von der Qualität hochschrauben. Aber das kann auch das Ergebnis beeinflussen. Umso höher die Qualität und umso mehr Steps gemacht werden, kann das Bild ziemlich anders aussehen. Gibt es auch ein schönes Vorschaubild, habe ich in meinen Blog reingehauen. Kann ich eigentlich auch mal hier zeigen. Es ist für den einen oder anderen vielleicht interessant. Zeige ich euch mal kurz, damit ihr auch mal so ein bisschen wisst, was denn diese Methoden, also die Sampling-Methoden überhaupt machen. Ich will ja in meinem verbackten Stream noch ein bisschen Bildung reinbringen. Warum wir Sampling sind? Ich habe da irgendwas drüber geschrieben, da bin ich mir sicher. Das bin immer ich. Ich schreibe über alles was, da haben wir es. Genau, und da seht ihr den Unterschied. Also jetzt zum Beispiel, wir benutzen den Euler A und der macht deutlich andere Bilder, aber jetzt zum Beispiel Euler und DIM beispielsweise nach ein paar Steps überhaupt kaum Unterschied. Also wenn ihr euch das anguckt, das ist ja ein Witz, was da als Unterschied rauskommt. Und das ist so die Sache. Also es gibt nur drei Profile, die eigentlich wirklich einen Unterschied machen. Und je nach Step ist es halt ja so. Wir können da auch ein bisschen durchprobieren. Kommt immer ein anderes Ergebnis raus. Beispielsweise, wenn ich jetzt, wo kommt ein großer Unterschied raus? Bei, ja, eigentlich kann man einfach mal Euler nehmen. Das sind die normalen. Und generieren dasselbe Bild nochmal. Und gleicher Seed, also ihr seht, gleicher Seed. Okay, jetzt nur halt, dass es eine ganz andere Auflösung ist und der ganze Unterschied dadurch nicht auffallen wird. Aber wir können mal dadurch kennenlernen, wie die KI dann später aussieht. Gott, das dauert ewig, Leute. Ich schwöre es euch, das ist schlimm. Also, oh Gott, was habe ich da als Sampling? Okay, vielleicht liegt es auch an meiner Einstellung. Können wir gleich skippen, das dauert mir zu lange. Da bin ich ja morgen fertig. Okay, nochmal mit 20 Schritten, damit ich nicht 100 werde. Ja, das geht schon besser. Auch wenn es ewig geht, das geht wenigstens überhaupt. Ja, das ist halt problematisch. Also streamen werde ich es wahrscheinlich heute noch mal, aber dann über den anderen Rechner. Das Problem ist, ich habe jetzt einfach gerade keinen USB-Stick parat, womit ich den damals gebootet habe, weil die Festplatte, die da drin war, ist, wie soll ich sagen, sie hat einfach Leseaussetzer. Und die bei einem produktiven Windows zu benutzen, träumt weiter. Das ist wie als ob ihr euer Windows die ganze Zeit freiwillig einfriert. Man sieht jetzt gerade auch den Unterschied bei den Steps. Vielleicht, wenn man Glück hat. Ich glaube, ich nehme einen anderen Seed. Gucken wir einfach mal, was der Euler A gemacht hätte. Ja, komm, du schaffst das. Du schaffst das. Ich glaube an dich. Okay, wir streamen nachher auf einem anderen Rechner weiter, weil sonst kriege ich hier keine Ergebnisse zustande in 100 Jahren. Und wir schneiden das hier einfach ins Just Fail rein. Ich meine, hübsch, oder? Okay, was hätte der gemacht? Er kann auf jeden Fall gut Hintergrund generieren, der eine. Ah, das sehe ich jetzt schon eine Person. Ich gucke mal kurz, ob das vielleicht mit der Hintergrundentfernung, wenn ich die einfach rausnehme, ein bisschen schneller geht, weil das läuft über die gleichen Kerne, habe ich ja schon gesagt. Auch wenn es gerade in der niedrigen Auslastung ist. Also im Leistungsmodus nennt sich das. Man da vielleicht noch ein bisschen mehr Leistung rausholen kann. Aber ich glaube tatsächlich, dass es auch teilweise in der niedrigen Vorraumeinstellung geht. Ja, machen wir nochmal den Hintergrund ein bisschen blurry. Ja, hinter mir ist nicht aufgeräumt. Das ist das Geheimnis. So, gucken wir mal, beschleunigt das die Böhnchenfunktion. Ja, ein bisschen schneller ist es jetzt geworden. Aber es arbeitet immer noch in super träge. Aber da ist wenigstens ein Bild rausgekommen, was Sinn ergibt.
können auch mal ein anderes Sampling-Profil benutzen, beispielsweise DPM. Gucken wir mal kurz, wie das aussieht. Haben wir es? DPM, da haben wir es. Ist jetzt gerade gar nicht, welches besonders gut ist. Machen wir halt. Oder was gibt sonst? DPM Fast klingt doch gut. Ich brauche nämlich was Schnelles. Aber da sehen wir jetzt. War blond. Ja, ungefähr, würde ich sagen. Wie gesagt, nach Stereotyp hätte es sofort funktioniert. Haben wir schon ausprobiert. Ich glaube, ich habe da eine ganze Bildergalerie von Sachen, die ich generiert habe. Auch Anime. Oder da habe ich Timo auch geschickt. Was? Auch Cyberpunk und so Gedöns habe ich auch gemacht. Ich zeige euch einfach mal kurz so ein bisschen Cyberpunk und merkwürdige Anime-Sachen, die rausgekommen sind. Becker habe ich euch. Oh, Captain Jack Sparrow. Das ist ein Verbrechen, das kann ich eigentlich keinem zeigen. Das ist. Oder Angelika Merkel, und ich sage euch, die KI hat sie einfach einen Hitlergruß machen lassen. Ich war verstört. Und sie war auf einmal jünger. Ich weiß nicht, woran es lag. Wahrscheinlich waren die Trainingsdaten sehr alt zu ihr. Ich kann ja einfach mal die. Ich weiß nicht, ich habe da teilweise halt echt komische Sachen generiert. Ich will von Twitch nicht gewarnt werden. Also teilweise habe ich Sachen mal nachgeneriert, um zu gucken, wie jetzt sich andere Bildgeneratoren schlagen. Und ja, das stellt euch was Störendes ein. Was zur Hölle ist da rausgekommen? Okay, also das ist kein Bäcker. Also die eignet sich für sowas mal absolut nicht. Komm, dann zeigen wir euch mal. Captain Jack Sparrow, come on. Für Albträume. Captain Jack Sparrow gemischt mit Leonardo DiCaprio, glaube ich, war das. Und die Mischung haben wir nochmal gemacht. Sieht auf jeden Fall auch ein bisschen strange aus. Dann einfach mal Captain Jack Sparrow mit wunderschönen Augen, weil er ist so rausgekommen. Und was gab's noch? Hier einen hübschen Guy in Frankreich einfach mal ausprobiert. Dann ein paar Hippies, die friedlich marschieren. Sahen auch zum Teil, ich mach's euch mal größer, also ich habe es in niedriger Auflösung generiert, damit es schnell ging. Einfach mal so ein bisschen reingucken. Ja, ein paar Hippies marschieren friedlich. Oder hier eine friedliche Erde, das war jetzt ein Vorschlag von jemand anderem. Hat auf jeden Fall eine Landkarte genommen. Dann eine Angelika Merkel mit elektrischen Haaren wollte ich eigentlich schreiben. Kam irgendwie das raus und das raus. Und wieso sie jünger ist, ich weiß es nicht. Habe ich mich auch gefragt. Ja, da sieht es auf jeden Fall sehr verstörend aus. Ja, ein Künstler, der mit seinem Rechner ein Bild zeichnet, habe ich natürlich auch gemacht. So Sachen hätte ich jetzt ganz gerne mit euch eigentlich generiert. Also einfach mal so just for fun. Kommt auch nicht immer das raus, was ihr wollt. Also ihr müsst wirklich mit der Eingabe aufpassen. So ein bisschen Zugstuff für einen Justin habe ich auch gemacht. Okay, den muss ich jetzt nicht größer machen. So, dann auch im Rick and Morty Style. War eigentlich der Plan. Was rauskam, ja, manchmal sah es komisch aus. Also, es weiß aber, was Rick and Morty ist, und das kann ich euch zeigen. Kennt ihr den? Oder kennt ihr den? Also, ich habe zwar noch nie einen Morty als Rick gesehen, aber die KI meint, das passt. Züge habe ich generiert, Rapunzel in echt. Einfach mal eine Stadt, um zu gucken. Apokalypse in Berlin, glaube ich, war das. Das war einfach nur ein Testbild, glaube ich. Das war für einen Kumpel. Er hat gesagt, irgendwas mit Sucuk. Habe ich so eingegeben. Das ist irgendwas mit Sucuk. Dann ein Gamer mit RGB, Monitor und so weiter. Das ist das rausgekommen. Dann hat sie geschrieben, dass irgendwer kälte ist. Dann habe ich zwei junge Männer generieren lassen. Der eine soll ihn eigentlich die Brust abhören. Das hat nicht so richtig geklappt. Dann ein Roboterkünstler, der ein Bild zeichnet und aus einem Apartment, also ein Fenster ist da und so weiter, keine Ahnung mehr, was die Beschreibung war, steht im PNG hinterlegt. Wenn ich mir überlege, was ich da teilweise noch sonst so generiert habe. Ich habe auf jeden Fall die Grenzen ausgetestet der KI. Ah ja, da wollte ich mal Animes generieren.
Ich habe aber die Anime-Library nicht so richtig benutzt. Ich habe einfach mal das normale geguckt und geguckt, was da rauskommt. Ich glaube, das Motiv, was ich gesagt habe, mach mal, sieht man, aber es hat so lala geklappt. Manchmal war es auch sogar so pseudo-fotorealistisch. Also, es sollen Menschen sein, das weiß ich. Aber was da rausgekommen ist manchmal. Aber ab und zu sah das gar nicht so scheiße aus. Also hier zum Beispiel mit einer niedrigeren Sampling-Methode, das sah gut aus. Und da sieht man sie nochmal fotorealistisch mit what the fuck, also sieht einfach aus wie zwei Hautblasen, die sich küssen. Und das könnte auch wieder eine Hautblase sein, die sich küsst. Also es sollte man, glaube ich, in höherer Auflösung machen. Aber Anime kriegt es eigentlich ganz gut gebacken. Es gab aber deutlich bessere. Ich weiß nicht gerade nicht mehr, wo die war. Zukunftsstadt habe ich auch ausprobiert. Das war aber eine andere Library, glaube ich, mit der ich das hier generiert habe. Also nicht eine andere Library, ein anderes Modell. Das war jetzt wieder das normale Stable Diffusion 2, glaube ich. Ja, das war's 2er. Es würde einfach nur einen blonden Mann generieren. Das Junge hat es auf jeden Fall sehr wortwörtlich genommen. Ja, obwohl der ist gut rausgekommen. Also der hat gut geklappt. Ansonsten, ja, vielleicht ein bisschen verstören, was ich da zum Teil generiert habe. Das Gute ist ja in der Fail Compilation. Das ist dann auch, glaube ich, Stable 1.4 gewesen. Ja, das ist Stable 1.4 oder ist das schon 2? Ich weiß gar nicht mehr. Müsste ich in die Bildinformationen gucken. Sollte eigentlich Cyberpunk sein, aber irgendwie habe ich einfach nur irgendwelche Models generiert. Ah ja, das war alles Stable 2 gerade, da habe ich Stable ausprobiert. Wieder eine KI, die ein Bild zeichnet. Das könnte jetzt echte Kunst sein sogar teilweise. Und da habe ich auch noch keine Negativparameter gesetzt. Also das ist jetzt tatsächlich ohne Negativ, glaube ich. Ah doch, mit Negativ. Bei denen hier habe ich auch keine Negativ gesetzt. Dann sah das irgendwie ab und zu sehr strange aus. Die ich jetzt einfach mal alle Müllbilder zeige, die ich generiert habe. Das hier war jetzt gar nicht übel, fand ich. Also das sah echt gut aus. Das war mein Anime-Testbild. Autos und Busse sollte eigentlich eine Zukunftsstadt werden. Die Generation hätte ich vielleicht abschließen sollen, habe ich irgendwie abgebrochen. Ja, das war dann wieder ein anderes Modell, was ich genommen habe. Zeige ich nachher, welches es war. Also welche Modelle ich alle installiert habe. Vielleicht ist das auch für jemand interessant. Und ja, ich wollte unbedingt das generieren, aber es hat bei den ersten Anläufen nicht geklappt. Das ist jetzt wieder Stable 1.4. Sieht unrealistischer aus, finde ich. Ah ne, das ist immer noch Stable 2, glaube ich. Doch, das ist noch Stable 2. Kann sein, glaube ich. Also ich bin mir nicht sicher, ich glaube, das ist noch Stable 2. 2.1. Jetzt kommt, glaube ich... Ne, das ist auch noch 2.1. Ja, da habe ich einfach mal ausprobiert, was kommt bei raus. Wenn du ein bisschen Schwachsinn eingibst, ohne Filter und so Sachen. Also ohne Negativfilter. Ein paar Sachen waren ganz interessant. Ein paar sahen dann jetzt eher nicht so geil aus. Beispielsweise hier, komischer Mund. Sehr interessanter Style. Auch verstörend. Und ab und zu halt mal was neuer Style, würde ich sagen. Dann sollte es auch mal ein paar generieren, was sich in der Seifenblase küsst, also auch so Stockfotos, was du halt immer findest. Man sieht sehr kreativ auf jeden Fall. Das ist schon eine Art von Kunst. Das hier finde ich jetzt sogar gar nicht mehr so scheiße. Das war, glaube ich, Stable 1.4. Wo ist es auch immer noch 2? Ich weiß es nicht. Also ab und zu kommt das raus, was du wirst, und es wäre wahrscheinlich besser gewesen, wenn ich eine andere Version genutzt hätte. Und da sehen wir die zwei in fotorealistisch einfach mal. Das hat mich richtig umgehauen, wo ich dann, also ihr müsst euch vorstellen, ich hatte zuerst 64 Samples drin. Und dann kam das raus bei, ich glaube, 108, nee, bei 90 ungefähr. Kam auf einmal fotorealistisches raus. Das ist so, das ist für mich das. Ich hätte, glaube ich, der KI sagen sollen, mach Anime, auf jeden Fall Anime. Und kein fotorealistisch, weil das hier soll auch wieder, glaube ich, fotorealistisch sein. Und das war eigentlich die
die Vorlage zu dem anderen. Man kann auch so ein bisschen mit der Qualität rumspielen, dann kann man einstellen, was da rauskommt. Aber das zu generieren war eigentlich arschschwer. Also hat ewig gedauert. Ihr seht die ganzen Fails, bevor das überhaupt funktioniert hat. Okay, das sieht verstörend aus. Was ist mit dem in ihrem Gesicht passiert? Hatten sie jemals eins? Da sehen die Schuhe irgendwie strange aus. Also es könnte auch ein Anime-Look sein. Sagen wir es einfach mal so. Dann fühlt sich die KI nicht ganz so schlecht. Cyberpunk-Mensch. Ich glaube, das war jetzt die alte Version, wie man hier sieht. Also ich kann die Bilder auch hochskalieren. Würde ich natürlich auch machen, wenn ich nicht wüsste, was das mit meinem C anstellt. Da habe ich gesehen, ja, irgendjemand hat da einen Huhn generiert. Das ist jetzt Stable 2. Also das weiß ich. Also alles, was ich bis jetzt gesehen habe, ist Stable 2. Und das war 1.4. Das ist der Riesenunterschied. Also das hier sind jetzt alles 1.4 Bilder. Weil ich hatte 2.1 noch nicht installiert. Oder 2... Ich glaube, es war 2.1, was ich da gleich benutzt habe. Oder ich glaube, so die Vorversion, also 2.1, nicht die Beta, sondern die normale, habe ich zuerst benutzt und danach erst die Beta. Weil ich erst mal den Unterschied sehen wollte, ist aber minimal zwischen Beta und der normalen. Und da hat Stable 1 eigentlich gar nicht auch schlechte Bilder generiert, aber die Gesichter sahen echt noch komisch aus. Manchmal ist es auch sehr kreativ geworden, also ich habe da auch nicht gesagt, generiere nicht. Was auch immer das hier sein soll. Ja, fand Fotorealismus, hat sie nicht hinbekommen und da sollte es eigentlich ein Typ sein. Was rausgekommen ist, ist ein Monster. Das hier ist jetzt eigentlich auch gar nicht so scheiße gewesen. Das ist jetzt auch wieder Stable, ich glaube 1.4. Okay, was auch immer das sein soll. Ein Astronaut auf einem Pferd. Eine Zukunftsstadt wollte ich generieren. Da habe ich meine 800 Versuche noch durchprobiert mit dem Anime-Dings da, aber ja, hat ja irgendwie nie geklappt. Also wirklich, ich weiß nicht, wie oft ich es probiert habe. Ich habe halt die anderen irgendwie gelöscht, aber die habe ich behalten. Aber wahrscheinlich so als Referenz, um das mal zu vergleichen mit späteren Bildern. Das ist auf jeden Fall moderne Kunst, was da rausgekommen ist, Alter. Was? Und das hier sollte eine Zukunftsstadt sein. Ich finde, wäre eigentlich gar nicht scheiße gewesen. Wären halt ein bisschen mehr Details drin gewesen, aber irgendwie hat die KI nicht kapiert, was ich will. Hab wohl oft abgebrochen, also ich zeige euch gerade auch meine Fails. Aber weil ich nichts mehr generieren kann. Stable wird aber nachher noch mal genutzt. Also ihr seht jetzt gerade auch erst nur die 1.4er Version. Einfach mal so als Unterschied. Ich habe immer das gleiche generiert, einfach nur um nachher mal rauszufinden. Ja, was sieht jetzt besser aus, was nicht. Da habe ich wieder einem Kumpel was gesagt, dass ich ihn um Geld bitte, um Server-Hardware, und das soll das Ding dann umsetzen. Und er ist ja, Soldat, und was das hier sein soll, keine Ahnung. Hat es auch manchmal generiert. Oder einfach merkwürdige Menschen. Das hier ist einfach, was weiß ich. Liegende Affen. Konnte auf jeden Fall die erste Version nicht so gut generieren und man muss hier auf jeden Fall sagen, was sie soll, weil ansonsten kommt sowas hier raus und das sieht ja alles furchtbar aus. Also bei manchen erkennt man wenigstens noch, dass es ein Affe ist. Bei den meisten sieht es einfach nur so aus, also wie alternative Kunst teilweise, was da rausgekommen ist. Ja, und jetzt seht ihr gleich den Cyberpunk-Unterschied zu der andere alten Stable-Version. Das soll ein Instagram, was ein Streamer-Soldat sein. Ja, ich. Ah, nee, ein Kriegsheld. Kriegsheld als Streamer, ja, genau. Das sollte da rauskommen. Ja, Brüche hatte ich dann noch nicht im Filter, so war. Ich habe einfach mal so ein bisschen rumprobiert. Da waren auch echt noch keine negativ, Eingaben, also dass du auch weißt, dass das nicht machen soll. Also manche sahen schon, also könnte man eigentlich mal in der neuen Version neu generieren und rausfinden, wie die so aussehen würden. Was mir aufgefallen ist, Blonde sahen in der alten Version besser aus. Aber undetaillierter. Also es sah irgendwie aus wie so ein halber Anime-Charakter, der da immer rausgekommen ist. Egal was du generiert hast, sah immer so ein bisschen weird aus.
Ihr seht, ich habe es wirklich sehr oft probiert. Wir können auch nochmal so, ich weiß gar nicht mehr, was ich da genommen habe. Blonder junger Mann in Cyberpunk City war es, glaube ich. Komm, probieren wir das mal. Blonder Mann, machen wir mal einfach 18 Jahre, das ist auch wirklich blickt, was ich meine. Cyberpunk. War zu dumm zum Schreiben. Statt. Habe ich das jetzt gerade teilweise in Englisch geschrieben? Ja. So, man sieht, ich bin heute verwirrt. Sonst würde ich so viel Müll nicht zeigen. Ohne Punkt. Und dann würde ich sagen, generier mal. Kann hier nur 8 Stunden dauern. Oh, doch, das geht ja eigentlich jetzt mal verhältnismäßig besser. Keine Ahnung, was passiert ist. Ist der Stream abgestürzt? Oh, das sieht eigentlich gar nicht scheiße aus. Ihr seht ja den Seed. Ein bisschen mehr Qualität drauf batchen. Machen wir mal. Ich glaube, das wird dann halt wieder Jahre dauern. Aber ich habe jetzt eigentlich viele KI-Funktionen aus. Okay. Ja, das dauert schon wieder ewig. Seien Sie geduldig. Ich habe eigentlich auch noch ein paar. Soll ich euch mal Anime-Sachen zeigen? Also, ich zeige euch kurz mal die Bibliotheken, die ich habe. Also, einmal Anime, die 1.4er-Version allerdings. Gibt auch eine 2er. Könnte ich eigentlich auch benutzen. Mal reinladen, da seht ihr, also ich habe eigentlich mit der 1.5er wohl generiert. Okay, dann war es doch nicht 1.4. Dann OpenJuni, die beiden wollte ich mal ausprobieren. Also eins habe ich ausprobiert, ich glaube Dreamlike habe ich nicht ausprobiert, aber OpenJuni, das war das mit der Zukunfts-City. Und ich sehe jetzt schon, dass das Bild Mist wird. Yay! Wenn ihr das seht, könnt ihr es eigentlich gleich skippen. Ich würde sagen, ich starte einfach den Stream nochmal neu. Nur, dass wir dieses Mal mit dem anderen Rechner streamen und der hier schneller generieren kann. Weil er ist echt langsam. Es geht wirklich normalerweise viel schneller. Ich glaube, ich verstehe auch mal wieder irgendwelche Leute. Falls es eure Kinder sehen, ich glaube, es war teilweise noch nicht verstörend. Bei Netflix sieht es schlimmer aus. Und ich habe, glaube ich, noch nicht alle Bilder gezeigt. Zeige mir das Bild. Ja, jetzt hat er halt ein bisschen mehr Details. Ja, wirklich besser sieht es jetzt nicht aus. Ich kann euch mal den Unterschied zeigen, wie es mit einem Sample aussehen würde. Geht wahrscheinlich gar nicht. Ja. Machen wir mal. Ah doch, das geht tatsächlich. Hübsch, oder? Mal gucken, kommt bei 5 was Praktisches raus. Also ich habe eigentlich nie unter 20 probiert. Also in der Theorie habe ich es nicht, aber in der Praxis ja schon, weil ich es ein paar Mal abgebrochen habe. Man sieht aber auf jeden Fall. Ah, okay, da kommt schon Müll raus. Dann würde ich sagen, auf jeden Fall 20, weil weniger lohnt sich nicht. Problem ist halt jetzt auch, dass ich echt so scheiße streamen kann gerade. Das ist jetzt alternative Kunst, würde ich sagen. Pff, wollen wir mal gucken, wie es bei einem Girl aussieht. Ich meine, come on. Ich habe das jetzt eigentlich mit dem Ding. Okay, habe ich auch generiert, aber ich weiß nicht. Da ist das Ding irgendwie sehr interessant unterwegs. Ich kann es euch mal zeigen. Ich habe Anni ein paar Mal generiert. Wenn sie das will. Also sie war irgendwie tatsächlich, glaube ich, so die Hauptperson, wo ich das mal ausprobiert habe. Ich kann euch mal die zeigen, die jetzt nicht auf ihrem Bild passiert haben.
Also ich habe einfach nur gesagt, blaue Haare und so weiter. Und das hat jetzt nicht auf ihrem Bild basiert. Also das ist jetzt nicht ihr Bild. Hat mit ihr nichts zu tun. Und das soll eigentlich eine sexy Altenpflegerin sein mit blauen Haaren, die ins Türkise gehen. Also nee, mit grünen Haaren, die ins Türkise gehen. Also es hat irgendwie ja funktioniert, vielleicht auch nicht. Okay, sieht komisch aus. Machen wir mal wieder ein Random Seed. Also normalerweise geht das Generieren deutlich schneller. Dauert jetzt echt gerade verhältnismäßig lange. Ist ewig. Ist super lange. Kann das sein, dass einfach möglicherweise bei mir der Stream eigentlich gar nicht hängt, sondern der Browser? Ja, J, ist schneller, du kannst das. Ja, ich glaube, der Browser hängt bei mir auch teilweise. Okay. What? What the fuck? Einfach Füße. Ich will schon ihr Gesicht sehen. Come on, Frau. Okay, und halt Woman, wissen wir, was rauskommt. Stört. Frau mit schönem Gesicht. Ich meine, darauf muss sie ja trainiert sein. Ich will nicht nur Bein-Action sehen. Weil ich meine, come on. Das sind die neuen Schuhe, ohne Scheiß. Da, bitte Inspiration. Neue Schuhe. Mehr will man doch gar nicht. Wenn das jetzt der Glöckner sieht, ich glaube, der wird das sofort kaufen. Ja, da war gerade meine Katze hinter mir. Wer sich wundert. Was hat er da getan? Das sieht gar nicht scheiße aus. Ich zeige euch natürlich nachher immer den Seed. Ich könnte das dann nachgenerieren bei euch. Hoffentlich schneller. Man merkt so richtig, wie ich genervt bin, weil das so lange dauert. Oh, ich streame es ja nachher. Also ich wechsle jetzt gleich auf den anderen Rechner. Habe ich dann auch keine Hintergrundausblendung. Ja, auch nur die da. Wird nervig. Ich würde das Ding ja eigentlich schon mal ganz gerne. Also, ihr könnt natürlich auch das Gesicht wiederherstellen, also falls es da irgendwie Artefakte gab. Mich hat es ja eigentlich, ja, sehr interessant generiert. Ich glaube, es ist ein Verbrechen, das zu machen, aber probieren wir es einfach mal aus. Just for fun. Ich werde mich dafür hassen. Und wer sich wundert, wie arg die Überlagerung ist, also die Vermischung 0,2. Jetzt werden wir die Wahrheit erfahren. Wird das funktionieren? Wir wissen es nicht. Meine Katze miaut mich gerade die ganze Zeit voll. Mäh. Oh Gott, mal gucken, was da rauskommt. Also, es sieht jetzt schon. Ja, es geht sogar für die Verhältnisse. Ich meine, wir hatten vorhin schlimmere. Geht eigentlich. Also, es ist nicht so schlimm wie das, was davor rausgekommen ist. Ja, jetzt habe ich wahrscheinlich die Leute verstört, aber irgendwie sind die Finger ein bisschen strange. Kein extra Finger, dass vielleicht die Finger möglicherweise gespalten sein sollten, wäre noch eine Idee.
Gucken wir mal als Mann. Ob das dann wieder schlimm aussieht? Offensichtlich muss ich mich einfach immer nur als Frau generieren. Okay, der Seed war jetzt eigentlich. Ich hätte gerne den Seed von vorhin gehabt. Den hat es jetzt schon überschrieben. Aber ich kann ihn auslesen. Das ist das Gute. Der steht immer hier unten. Okay, da ist er ja. Nehmen wir kurz den Seed. Damit es auch fair bleibt. Geht eigentlich, aber naja. Sieht's original immer noch besser aus. Also seht ihr, diese App gibt euch euer Selbstwertgefühl zurück. Egal was da rauskommt, das sieht meist nicht besser aus als ihr. Zumindest in meinem Fall. Bei anderen hat es funktioniert. Vielleicht gebe ich auch das Falsche ein. Aber ich meine, was willst du mit als mehr als Beautiful Face schreiben, Alter? Ich meine, was kommt da normalerweise raus? Probieren wir es mal aus. Ich werde von Fliegen angegriffen. Oh mein Gott. Ich hasse Fruchtfliegen. Und ich habe jetzt auch ganz viele Herberts, also Spinnen. Weiß jetzt nicht, ob da jetzt so eine krasse Verbesserung liegt. Also die Haare sind das Einzige, was besser ist. Augenbrauen, darüber können wir reden. Und ja, jetzt hat es irgendwie, sieht aus wie ein Pfannkuchen. Das Foto sieht zwar eh beschissen aus, also ich habe einfach das beschissenste Foto genommen, was ich gerade hatte. Wir gucken jetzt einfach mal, was zur Hölle generiert das eigentlich normalerweise mit dem Seed, den wir gerade hatten. Dann wissen wir, wie die Person, also müssen wir auch kurz, boah, das wird ewig dauern. Ich weiß jetzt schon, wie lange das dauert. Das macht mich nervig. Das wird nervig. Mal gucken, wie der normalerweise aussieht. Oder ausgesehen hätte. Okay, sonst habe ich nichts eingestellt. Face Reconstruct ist auch an. Auflösung, Höhe, die hier. Und dann generieren wir einfach mal. Dauert wahrscheinlich wieder Monate. Was für ein Genuss. Ah, es geht sogar. Sind ja nur ungefähr 10 Minuten. Also umso höher ich diesen Step-Regler mache, umso schöner sieht's aus. Ich zeige euch noch einmal, wie er aussehen würde im Bild. Mit ganz hoch könnt ihr auch mal den Woman-Regler, also mich mehr zur Frau machen. Würde wahrscheinlich auch verstörend werden. Aber es funktioniert gerade besser als gestern. Also mit dem Bild zumindest. Mit dem anderen Bild war es ja wirklich wow. Ich glaube, ich nehme anderes für die Webseite, dass selbst dieses creepy Bild besser. Was habe ich eingegeben, Alter? geil, darf man zeigen. Jetzt wisst ihr auch, wieso ich hauptsächlich Männer generiere. Ich weiß nicht, was bei Frauen rauskommt. Bei Twitch sind Nippel eigentlich aber, glaube ich, für beide Geschlechter verboten. Ah, dann habe ich vorhin schon Fleck gekriegt. Gut zu wissen. Egal, die sind alt, backen, das wird schon passen. Also mit dem da wurde ich gemischt, glaube ich irgendwie nicht so ganz. Ja, die Augen. Darüber lässt sich mal sprechen. Mit dem wurde ich gemischt. Kann nicht sein. Okay, vielleicht nicht ganz mit dem. Wahrscheinlich ist es einfach nur so der Indikator dafür. Was wollte ich nochmal machen? Wummeln. Oder machen wir einfach mal den hier mit ein bisschen mehr Sample Steps. Machen wir mal, damit es nicht allzu lange dauert, 64. Das ist eine schöne Zahl. Drücken auf Generate. Und dann würde ich sagen, wechsel dich auf den anderen Rechner, damit das mal ein bisschen schneller geht. Und nicht 8 Jahre dauert. Ich meine, ich habe wahrscheinlich jetzt schon 500 Zuschauer verstört. So, was anderes wäre aber für meine Art ja auch gar nichts ungewöhnlich.
Ich sollte vielleicht auch ein bisschen Zufall draufballern. Obwohl wir ja gucken wollten, wie es im Vergleich aussieht. Ich wollte euch eigentlich wunderschöne Bilder hier generieren und wir generieren jetzt einfach eine Version von mir selbst, weil es halt schneller geht. Das ist die Wahrheit, Leute. Und ihr macht mir keine Vorschläge, ist selbst schuld. Ich würde jeden Scheiß eintragen. Katzen, die fliegen. Keine Ahnung, eine Maus, die eine Katze jagt. Ja, Kira, du nervst mich gerade. Oder auch ein Bild von euch mal modifizieren. In meinem Fall sehen die ja eh gerade immer irgendwie beschissen aus, weil ich einfach zu faul bin, die richtig zu machen. Gucken wir mal den Unterschied an. Also die Augenbrauen sind jetzt weniger buschig. Aber ansonsten, ja, so krass ist jetzt der Unterschied nicht. Also er hat jetzt noch merkwürdigere Finger. Das kriegt ihr irgendwie nicht gebacken, aber ja. Ah, was sich aber geändert hat, sind die Augen. Hier schiel ich wie so. Da nicht mehr. Ja. Gut, dann haben wir das jetzt auch gelernt. Was sollen wir dann noch zum Abschluss generieren? Einen schönen Wald, eine Wiese. Einen Wald, ein Regenbogen am Himmel. Eine Kamerafahrt über den Wald. Oder a forest. Mit einem Regenbogen am Himmel. Ein Bach und einen Wasserfall. Einen Bach fließt. Gucken wir mal, wie das aussieht. Rehe im Wald. Bin ich kreativ. Das wird jetzt noch schmeißiger als das andere Zeug. Wäre vielleicht besser gewesen, das in einer anderen Auflösung zu generieren. Aber gucken wir mal. Oh, das sieht gar nicht scheiße aus. Ich gerade selbst überrascht bin. Oh, das sieht ja gar nicht scheiße aus. Nur ein bisschen Feintuning. Drehe fehlen zwar, aber ja, vielleicht wären die außenrum, wenn ich es ein bisschen größer gemacht hätte. Ansonsten. Ja. Qualität könnte man mal ein bisschen rumexperimentieren. Auf jeden Fall ein paar Variationen. Ja, dann könnte man ein bisschen den Scaler. 6 Stellen beispielsweise kommen meist bessere Bilder raus als auf 7. Also ich mache es meist aber auf 6 bei mir. Das sieht jetzt nicht übel aus, das ist für ein Abschlussbild. Streamer fehlt eigentlich noch im Wald. Aber wir wissen halt, wie lange das generiert. Das ist das nächste Problem. Ich will halt euch nicht zu langweilen. Ich habe jetzt schon 0 Zuschauer, das muss gut laufen. Mega. Ja, ich weiß. Und deshalb machen wir es auf die gute alte hergebrachte Art.
Und würde sagen, what the fuck, das ging eine Stunde? Okay, wir haben ein ganzes Fail-Video produziert, ich bin beeindruckt. Oh mein Gott. Egal, dann würde ich sagen, wir machen mal ein Tutorial, wie man das Zeug installiert. Auf YouTube ein seriöses. Und ich schneide das Zeug mal zusammen und hau mal die Generationen und so raus, wenn ich nichts sage oder einfach nur viel Text. Wahrscheinlich mache ich einfach nicht und schneide alles zusammen. Ja, dann würde ich sagen, verabschiede ich mich dann mal kurz von euch. Hintergrundentfernung an. Mail. Haben wir hohe Qualität. Wir brauchen Qualität. Dem wunderschönen Bild im Hintergrund wollte ich mich jetzt eigentlich verabschieden. Na, geht doch. Würde ich sagen. Hey Leute. Komm, Katze will auch noch Tschüss sagen. Katze haut ab, wenn sie Tschüss sagen soll. Ja. Sie weiß, dass ich sie. Sie wird zuerst bezahlt werden mit Katzenfutter. Danach, lässt es zu. Schade. Also, bye, Leute. Das war, glaube ich, die falsche Reihenfolge, oder? Keine Ahnung. Wie mache ich jetzt das eigentlich immer? Ich glaube, ich winke eigentlich irgendwie auch immer. Ich habe es jetzt schon so lange nicht mehr gemacht, ganze 5 Tage her. Schon habe ich es nicht mehr im Kopf, beeindruckend. Das ist komplett wieder Failstream von 1000. Wahrscheinlich hat der AMD-Kollege auch alles wieder schrottig gemacht. Egal, und das lief eh nicht. Wir sehen es ja nachher. Hi Leute, herzlich willkommen bei Wir generieren Bilder mit KI, genau. Die Frage ist nur, wie gut wird das laufen, weil ich sage euch, ich habe keine RAM-optimierenden Parameter gesetzt. Wir haben echt nicht viel RAM zur Verfügung, deshalb machen wir kleinere Auflösungen. Bin bereit für euren Input. Falls ihr Bock habt, einfach reinschreiben, was ihr wollt. Wir generieren das Katze auf einem City-Roller, probieren wir mal, was dabei rauskommt. Das ist nämlich immer die große Frage, was zur Hölle kommt da raus. Mir fällt gerade auf, mir sollte vielleicht auch ein paar Negativparameter hier reinschreiben. Also Negativ-Input einschreiben, weil der ist wichtig, damit da irgendwas Brauchbares rauskommt. Fehlt hier in dem Fall, muss ich mal kurz welchen suchen, den ich normalerweise immer benutze. Aber ihr könnt euch ja mal, solange, keine Ahnung, falls schon jemand da ist, einfach ein bisschen was ausdenken, was ich reinschreiben könnte. Ah ja, dann können wir mal hier zum Spaß auch gleich mal testen, wie das so läuft, wenn ich was generiere und aufnehme. Vielleicht muss ich an einem anderen Rechner aufnehmen. Das wäre es natürlich auch. Und ich würde das jetzt gerade gar nicht merken. Ich gucke mal kurz selbst an, wie stabil jetzt hier alles läuft. Ich weiß es nicht. Es ist. Ja, man sieht das Hintergrund aus. Oh ja. Das läuft schrecklich. Das habe ich nicht gesagt. Genau, das war das, was ich gemeint habe. Also möglicherweise war es das so schon. Okay, na. Was soll ich klicken? Wie ist es mit Aufnahmen oder? Scheiße, das kannst du richtig. Mache ich das am besten. Machen. Aber wahrscheinlich läuft es nach dem Generieren dann flüssig, weil da macht er ja nicht sonderlich viel. Gucken wir mal. Wow, oh, okay. Ich höre gerade, wie sich das anhört. Okay. Nee, das kann ich keinem zumuten. Das kann ich wirklich keinem zumuten. Das tut mir leid. Es sollte besser kommen. Ich höre gerade, wie sich das anhört. Ja. Also. Nee, das kann ich keinem zumuten. Ja, also es funktioniert danach. Ich muss das an einem anderen Rechner capturen. Das heißt für mich jetzt nochmal ein bisschen mehr Aufwand. Wir sind dann jetzt gleich nochmal an einem anderen Rechner.
machen das nochmal. Sorry, hab gedacht, das klappt vielleicht eher. War mal wieder, naja, nicht so wie gedacht. Aber ich habe Gott sei Dank noch einen zweiten Rechner. Der hat eine 69 drin, sieht dann wahrscheinlich nicht so schön aus, das NVENC, aber ja, ich denke mal, bei dem Standbild muss es das gebacken bekommen und dann werfe ich den kurz an, suche nach einem USB-Stick, wo hoffentlich noch ein Betriebssystem drauf ist. Weiß ich nicht, ich hoffe es einfach mal. Oder ich kann mal versuchen, vielleicht mit der CPU das zu capturen, aber ich glaube, das macht es nicht besser. Die Ruckelorgie werdet ihr auf jeden Fall immer noch haben und ich muss weniger VRAM zuweisen. Dann könnte es vielleicht gehen auf dem Rechner hier. Aber der ist halt ziemlich ausgelastet dann und ich vermute mal, dass das selbst wenn ich das mit niedrigen Parametern benutze, nicht so sauber funktionieren wird, wie ich es gerne hätte für den Stream und ich will ja eigentlich eine gute Qualität liefern. Also, boah, nee, jetzt darf ich alles an dem anderen Rechner einstellen, was ich hier habe. Das wird Folter, Leute. Ja. Aber ich probiere es einfach nochmal mit der CPU encodieren und dann wird es vielleicht besser, weiß nicht. Vielleicht blende ich auch den Hintergrund nicht aus per KI. Wäre auch eine Idee. Leute, wir machen es nochmal. Nächster Versuch, dieses Mal über die CPU. Ihr kriegt Medium-Qualität mit X264. Nächster Versuch, Stable Diffuse. Ich hoffe mal, das läuft, ist flüssig. Ich habe keine Ahnung, ob. Ich habe das noch nicht eigentlich über die CPU gestreamt. Okay, die gute Sache ist, ich sehe, es läuft flüssig. Das ist schon mal gut. Jetzt generieren wir einfach mal zum Test was. Ich habe die VRAM-Optimierung jetzt nicht reingehauen, also ich will, dass es schnell geht. Aber ich lasse gleich was mit Denken bringen. Also ist so eine Vermutung. Ja, ich glaube, die hat sich gerade bestätigt. Oh ja, die hat sich gerade bestätigt. Okay, ich muss es echt an einem anderen Rechner machen. Oder ich probiere es noch mit VRAM auf mir, aber ich glaube irgendwie. Aber ich höre schon raus, wie das klingt bei euch. Also es ist jetzt natürlich besser geworden. Ich tue mal kurz einfach eine CPU-Filterung rausmachen, dass mein Hintergrund ausgeschnitten wird, der unordentlich ist. Und tue mal bei OBS das aus. Also wir experimentieren jetzt einfach mal ein bisschen rum. Keine Ahnung, das schneide ich hinter das Video, damit sich die Leute lustig machen können, wie dämliche Sachen ich hier gerade versuche, was für dämliche Sachen ich gerade hier versuche. Nächster Versuch, nochmal generieren, mal gucken, wie es dieses Mal läuft. Ist immer noch abgehackt bis zum Tod. Also, oh ja, das ist abläuft flüssiger, juhu. Ja, okay. Es ist aber immer noch abgehackt bis zum Tod. Dann würde ich sagen, nochmal mit niedrigeren VRAM-Settings starten und hoffen, dass es dann geht. So, dieses Mal mit Medium VRAM-Settings. Ja, ihr habt richtig gehört, Medium Settings. Ich habe doch gemerkt, dass mein Rechner wenig VRAM hat. Jetzt haben wir aber auf jeden Fall mehr VRAM zur Verfügung. Also wir sind jetzt gerade mal bei 3,8 Gigabyte von 8. Das ist nicht schlecht, war vorhin schlimmer. Wir tun jetzt einfach nochmal mich generieren zum Test. Wenn es jetzt nochmal abkürzt, muss ich halt auf einen anderen Rechner wechseln, da wir extra was versuchen. Oh mein Gott, es läuft! Oh mein Gott, es läuft! Ja, okay, dann können wir das so machen. Ich tue mal dann mit Hintergrundentfernung das noch testen. Aber irgendwie dauert das ewig. Da passiert nichts. Super. Ja, ich habe mich gerade gefreut, dass alles funktioniert und dann funktioniert natürlich wieder nichts. Aber es generiert angeblich, also nur irgendwie mit Fragezeichen. Ja, irgendwie funktioniert das mit dem Parameter absolut. Ah, doch, jetzt fängt es an, was zu machen. Okay. Alter, das ist ja mal mega langsam mit. Also es geht normalerweise deutlich schneller, also es würde sich schon lohnen, jetzt diese KI
doch auf einem anderen Rechner noch zusätzlich auszuführen. Also, was ich jetzt schon höre, ihr könntet zunächst meinen Ton wahrnehmen, so wie er ist. Aber es sieht nicht flüssig kodiert, encodiert aus. Um das wirklich zu machen, jetzt hört mein OBS übel auf, muss ich wahrscheinlich dann doch wechseln. Das klingt scheiße, ist leider so. Und ich glaube, ich filter auch mein Mikrofon und so weiter. Muss ich auch mal kurz ausmachen. Rauschunterdrückung von Nvidia. Müsste auch irgendwo drüber hängen. Ja, genau. Mache ich die auch mal raus. Guck, ob es jetzt besser wird. Machen wir nochmal einen Test. Komm, Janus. Wie oft haben wir dich neu generiert? Aber ich glaube, Leute, das wird nichts. Ja, aber es laggt auf jeden Fall weniger. Ich glaube, Leute, das wird nichts. Ja. Okay, es laggt wieso. Ich sehe es gerade im Video. Wie es encodiert wird, dann, wenn ich das mache. Es ist schade. Wir könnten jetzt super lustige Filter generieren, aber ich muss es mit dem zweiten PC machen. Ich sehe es ein. Daher habt ihr jetzt wenigstens ein lustiges Just Fail Video. Einfach nur Fail. Ich könnte es ja doch mal mit dem AMD-Encoder probieren, ob ich es damit flüssig encodieren kann. Statt jetzt mit X264 Medium, was natürlich zusammenbricht, vermute ich mal. Können wir auch mal kurz versuchen, wie es mit AMD aussieht. Wisst ihr was? Ich mache jetzt wirklich mal alles durch. Also Vorrahmen ist auf jeden Fall jetzt genug da. Ich guck mal nach. Ja, easy. Kein Problem. Sollte hinkriegen. Okay, es geht schon hart an die... Okay, ja, das geht schon hart hoch. Also Vorrahmen ist vielleicht doch nicht ganz genug da. Ich muss es dann wohl doch mit einem anderen Rechner machen. Also normalerweise läuft das Ganze flüssig, kann ich euch sagen. Aber, also ich meine, das generieren ohne solche Probleme. Aber ja, das Problem ist halt dann tatsächlich schon, dass das ziemlich viel Leistung braucht. Ich werde mal kurz auf die APU wechseln. Letzter Versuch, wenn ihr dann noch meinen Stream online seht, bin ich wahrscheinlich an einem anderen Rechner, weil ich es aufgegeben habe. Also wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich.